eine besondere Zeit für die Vogelliebhaber, die diesen Morgen aus der ganzen Schweiz anreisen. Neben dem Weizenfeld haben sich viele Vogelarten eingerichtet. Ein Biologe von Lausanne nimmt seinen Kollegen, der über Ameisen in den Schweizer Alpen forscht und in Kalifornien Ornithologie unterrichtet, ins untere Moos von Kallnach. Ja, wir haben verschiedene Vögel gesehen. Besonders interessant habe ich den Rotschenkel gefunden, weil wir in Nordamerika keine solchen haben. Es entsteht ein natürlicher Lebensraum für die Vögel. Hingegen ein typischer Ort, wo gewisse Vögel sonst sind, wie im Fanel neben dem Neuenburger See, ist der Wasserstand für die gleiche Art schon zu hoch. Darum sucht er sich einen anderen Lebensraum in den Landwirtschaftsgebieten. Il disperse dans de différents habitats dans les régions agricoles. Die Stockenten sind noch am leichtesten mit der Kamera zu verwischen. Schwieriger ist es bei den anderen Vögeln, die sich sonst nicht hier niederlassen, jetzt aber das überschwemmte Feld für sich entdeckt haben. Zum Beispiel die Zugvögel, die hier zu fressen finden. Was man jetzt hier wirklich sieht, ist, dass die Vögel die brauchen überflutete Felder. Die brauchen Orte, wo sie sich wirklich auf dem Weg auf Afrika stärken können, nochmal wirklich Fettreserven aufbauen. Und das fehlt in der Schweiz. Nicht nur im Seeland, sondern generell in der Schweiz und auch in sonst Mitteleuropa. Dass die Landwirtschaft und der Naturschutz erfolgreich zusammenarbeiten können, zeigt das grosse Moos bei Inz, wo BirdLife mit den Landwirten für die Vögel eine permanente Feuchtfläche eingerichtet hat. Es ist auch generell jetzt da so, dass wir mit dem Kanton und auch den Gemeindevertretern in Kontakt sind, um zu schauen, kann man etwas in dieser Art, das jetzt hier auf natürlichem Weg entstanden ist, künstlich in Anführungszeichen herstellen oder erstellen in Zusammenarbeit mit den Bewirtschaftenden, um eben genau den Vögeln den Lebensraum zurückzugeben. Die Gemeinde Kallnach teilt auf Anfrage mit, dass sie grundsätzlich offen für sinnvolle Projekte im Bereich Umwelt- und Naturschutz ist, dass sie aber im Moment noch keine offiziellen Vorstöße oder Anfrage dazu hat bekommen. Wie lange sich die Vögel im unteren Moos vor ihrer Reise in Süden noch stärken können, hängt vorerst vom Wetter ab.